Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, Chris von CGFX und ich habe mal wieder ein paar News für euch. Diesmal dreht sich zwar nicht unbedingt um Spiele oder Games im Allgemeinen, aber allgemein um Technologie. Was ich da auf Giga gelesen habe, das habe ich erst noch für einen drastisch verspäteten April-Scherz gehalten. Doch es scheint bittere Realität zu sein. Und zwar wird jetzt wohl gerade in Europa von Wissenschaftlern an einer Drohne gearbeitet, sag ich mal, wie man sie vielleicht aus Half-Life 2 kennt. Eine Drohne, die durch die Stadt fliegt und Menschen analysiert, die Gesichter analysiert, die Bewegungen analysiert, schaut, wie verhalten die Menschen sich, machen sie merkwürdige oder außergewöhnliche Bewegungen, zack, wird das gleich in eine Zentrale gesendet, das wird ausgewertet und so. Das Ganze soll sich INDECT nennen. Und wovon wird das bezahlt? Dieses millionenschwere Projekt? Ratet mal. Klar, von unseren Steuergeldern. Ich entwickle dabei richtige Wut, richtigen Hass. Man redet hier von Wirtschaft und Wirtschaft geht runter und der Euro steht auf der Kippe. Was passiert? Wie geht's weiter? Griechenland ist im Aus und dann wird an sowas gearbeitet? Damit wir überwacht werden? Besser überwacht werden? Damit Drohnen durch die Stadt fliegen? Man kann es sich nicht vorstellen. Ich werde auch noch einen Link in einem Video, in die Videobeschreibung posten. Dann könnt ihr euch das mal genau durchlesen. Ich wollte jetzt hier nicht was vorlesen oder so, ist nämlich auch scheiße, das kann jeder selber lesen. Ich meine, wie soll das denn noch weitergehen? Wie lange dauert es denn noch, bis einzelne Städte wieder mit Mauern umzäunt werden? Ich empfehle euch wirklich, einfach mal diesen Artikel durchzulesen vom Giga und mal das Video anzuschauen, was ich unten in die Videobeschreibung noch reinposten werde. Denn da hat Kontraste eine hochinteressante Antwort darauf gefunden, warum sollte die Bundesregierung so ein Projekt unterstützen, wenn die Realisierung einfach nicht in Deutschland bisher einfach undenkbar ist. Aufgrund von Gesetzen und weiteren. Ist ja klar, das kann man sich einfach hier nicht vorstellen, das wäre nicht möglich. Schaut euch das Video an, lest euch den Artikel durch und dann schreibt eure Meinung in die Kommentare. Sendet gerne eine Videoantwort oder andere. Ich freue mich auf eure Meinung und ich hoffe, hier kann man gut diskutieren. Meine Meinung habt ihr gehört. Naja, ich sag nur Piratenpartei. Und ich bin raus. Das war Chris von CGFX.